Moin Moin und willkommen meine Freunde. Ich hoffe euch geht's gut. Falls es euch nicht gut geht, keine Sorge. Euer Lieblings-YouTuber Bennard ist für euch da. Und ich weiß, wie man euch wieder auf gute Gedanken bringt. Mit der täglichen Dosis TikToks und Instagram Reels, die gar keinen Sinn ergeben. Klasse, da war wohl jemand nicht in der Schule. Wer stellt sich denn auf einen Farbeimer? Women. Das arme Kind dort hinten bekommt kurz neue Hautfarbe. Dein Freund sagt, er hat gute Mädchen am Start. Mädchen? Gewinn, Gewinn! Wie Gewinn! Ihr konntet mich gerade nicht sehen, aber ich habe hier gerade einen Ekelanfall auf meinem Stuhl bekommen und mir ist auch so ein bisschen weißer Schaum aus dem Mund gekommen und habe auch so gezittert an beiden Händen, so hin und her gewackelt. Was ging bei den Ladies ab? Wo haben die ihre Manieren gelernt? Das ist ekelhaft. Bah, pfui, pfui, pfui. Ich meine, die sind zwar ekelhaft, aber immerhin hat der Kollege im Gegensatz zu mir überhaupt irgendwelche Mädchen am Start. Die einzige Frau, mit der ich regelmäßig Kontakt zurzeit habe, ist meine Mom. She playing with my gym equipment. Imagine thinking that a man is gonna make you happy. Give me the damn. Ich wollte es gerade sagen, aber dann kam mir der Typ schon zuvor. Die Haare sehen original so aus. Würde ich mit dieser Frau chillen, ich würde safe aus Reflex kurz meine Trizepsübungen mit ihren Haaren machen. Weil hier wird kein Tag Gym ausgelassen. Der eine Kollege, der so mit seiner Mutter redet. Hey Bruder, mit wem hast du dein letztes Mal? Mit meinem Onkel. Odi? Junge! Was willst du? Ich hab euch Sandwiches gemacht. Ich scheiß auf deine Sandwiches, Mann! Ich hab keinen Hunger! Und ich weiß ganz genau, wie sich der Bré hier fühlt. Und ich hab dir gesagt, du sollst nicht in mein verf***tes Zimmer kommen, wenn mein Kollege da ist, Mann! Es ist jedes Mal dasselbe, Alter! Du f***st mich nur noch ab, Digga! Ich hasse dich, ich hasse Papa, ich hasse unsere ganze Familie! Und jetzt verpiss dich aus meinem Zimmer! Wirklich, jeder kennt diesen einen Freund. Ich hatte auch so jemand als Freund und Bro, das ist immer so unangenehm, wenn man dabei ist. So, ich habe gar keinen Bock, dass ich gleich mit in den Streit verwickelt bin. Ich frage mich auch, wie das möglich ist. Würde ich nur 10% von dem, was er da gemacht hat und gesagt hat, bei meiner Mutter machen? Ich wäre wirklich tot. Und wenn nicht, dann müsste ich für die nächsten 4 Wochen bei einem Homie schlafen, weil mich meine Eltern verstoßen. Now watch me whip, whip, now watch me nene, let's go. You only had one job. Der gute Belvedere, er hat gerade einfach so 20 Euro verschüttet. Die wollte doch nur einen Drink haben. Die Arme, jetzt ist einfach ganzer Abend gelaufen. Schau mal, wie er sie verschreckt hat. Die chillt doch jetzt nur noch dort hinten. Und die Stimmung zwischen den beiden, eieieiei. Paar Minuten vorher hätten die beiden noch ein Traumpaar werden können. Und jetzt ist vorbei leider. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough! Was für enough is enough? Worüber regst du dich auf? Gegen was protestierst du? Die Hotdogs kosten doch schon 1,50. Wo liegt das Problem, Bro? Lil Bro denkt auch gerade, er ist der neue Martin Luther. Lil Bro denkt auch gerade, er wird dadurch zum US-Präsidenten. Das Volk steht hinter ihm. Enough is enough! Ey, das Jugendwort des Jahres ist endlich da! In der Top-Auswahl waren ja Goofy, NPC und Side-Eye. Jetzt mal ehrlich, hat irgendjemand schon mal so Side-Eye in Real Life gesagt? Ich habe das noch nie gehört. Wie soll man das auch in einer normalen Konversation benutzen? So, ey, Side-Eye. Mega cringe. Das Jugendwort 2023 steht fest. Und es ist... Goofy. Aber jetzt sag mal, wer hat für Goofy gestimmt? Okay. Also ich hätte auf NPC getippt. Naja. Ich auch. Das war mein Lieblingswort von allen dort. Es gab auch so eine Zeit in diesem Jahr, da habe ich jeden als NPC bezeichnet, der nicht so war wie ich. Ihr seid übrigens auch alle NPCs, damit ihr das wisst. Ja, stark auf jeden Fall. Goofy A Jugendwort. Also ich bin dafür, wir sollten uns nächstes Jahr alle zusammentun und irgendwelche beleidigenden und diskriminierenden Wörter reinvoten. Meine Meinung, okay? Nur meine Meinung. Falls ihr zufällig in einer Wohnung wohnt und unter eurem Fenster ein Bordstein ist, ich habe die beste Zeitvertreibung, falls euch mal langweilig sein sollte.
den hat's komplett erwischt. Denn sein Tag ist gelaufen. Der ist jetzt auf 180. Bruder, der wird so sauer sein. Imagine, ihr wollt nur ganz entspannt in der City langlaufen und auf einmal ist irgendein Wichser dort oben am Fenster und kippt einen kompletten Eimer Wasser auf euch. Das ist so gottlos, ne? Und an der Stelle dort sehe ich auch, dass sie nicht das erste Opfer waren. Der hat schon mal zugeschlagen. Und ihr wisst jetzt ganz genau, wenn ihr sowas auf dem Boden vor euch seht, nehmt die Beine in die Hand und rennt. Wow, da fühlt man sich ja echt sicher. Einbrecher haben gar keine Chance mehr. Spaß, was ist das für ein Schloss? Einmal dagegen treten und die komplette Tür ist tot. TÜV Türkei hat abgesegnet. Aber ein was Gutes hat die Tür. Man kann seinen Schlüssel nicht verlieren. Das ist schon stark. Nice, jetzt überlege ich mir ja doch mal so eine Tür dran zu bauen. Fortnite Battle Pass. The what? Fortnite Battle Pass. Can I get the Fortnite Battle Pass? I'm sorry, honey. Could you add the Fortnite Battle Pass to that? Ma'am, we don't have a battle. Der gute alte Fortnite Battle Pass. Ey, die arme Mutter, Mann. Can I get the Fortnite Battle Pass, please? Could you add the Fortnite Battle Pass to that? Was ein Troll, wirklich. Verarscht doch alle, aber nicht deine Mutter, die ist doch so süß. Hier unter Klemme, ich will diesen Müll wegbringen, aber ich habe meinen Hausmeister vergessen. Und der macht dann normalerweise immer die Spinnen weg. Oh, Junge. Wovor hast du Angst, Bro? Die Spinne ist einfach so halben Zentimeter groß. Die kann gar nichts. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh. Die Spinne hat sich kurz für Gewalt entschieden. Der Arme hat Herzinfarkt bekommen. Der wird doch danach nie wieder den Müll rausbringen gehen. Oh. Sein Zimmer sieht nach 2 Wochen wegen dieser Erfahrung so aus. Oh mein Gott! Und apropos Spinnen, oh mein Gott, zieht euch diesen Filter rein. Der ist wirklich gottlos. Oha, der hat sich gerade fast selber ausgenockt. Filter ist so cool. Check it out. Look, look. Okay, okay, chill doch. Sie gibt dem einen Haken nach dem anderen, der Arme. Putting the spider filter on my Dieter while she sleeps. Yo, 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 sowas beim Schlafen zu machen ist ultra ehrenlos. Stellt euch mal vor, ihr seid so am Pennen, im Tiefschlaf, ihr träumt gerade von eurer großen Liebe, was weiß ich. Euer Homie weckt euch und ihr bekommt so einen Schock. Dieses Gesicht sagt mir, dass sie 1% vor Panikattacke gerade war. Man, everybody on FaceTime talking about you like Steve Harvey. Hey. Look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? Oh, okay, ja, okay, okay. Der ist ja komplett abgegangen. Was geht jetzt ab? Gottloser Filter. Okay, und für die Jungs hier unter meinen Zuschauern, was gefühlt 99% sind, ich habe hier noch was Geiles. Nur für euch. Guckt jetzt einfach zu und entspannt. Wow, das anzusehen bringt einfach mein inneres Chi ins Gleichgewicht. Und jetzt noch ein Reifen. Wie der springt. Wow, das ist nice. Das ist echt das, was ich nochmal gebraucht habe. Geil. Und damit
Meine Damen und Herren, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr diese Woche eure große Liebe finden wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.